Hallo lieber Widder, herzlich willkommen zu deiner Jahreslegung für das Jahr 2023. Meine lieben Widder, ihr könnt euch dieses Video anschauen, wenn ihr die Sonne, den Mond oder den Aszendenten Venuszeichen im Widder habt. Also gerne, wenn ihr da noch andere Faktoren habt, könnt ihr auch die anderen Videos mal oder die anderen Zeichen mal auschecken. Bei dieser Legung wird alles mit dabei sein. Beruf, Liebe, sonst was, kreuz und quer. Also alles, was durchkommt. Es kann sehr viel durchkommen. Also mach es dir bequem. Hol dir schon mal was Warmes zu trinken und lass dich berieseln. Es kommt auch ein bisschen durcheinander alles raus. Okay, schauen wir mal. Für die Widder im Jahr 2023. Für die Widder im Jahr 2023. Für die Widder, was haben wir hier? Was haben wir hier für die Widder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Übrigens, wenn du eine Jahresprognose für das Jahr 2023 wünschst, ich biete das Ganze astrologisch an. Also schau gerne auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter diesem Video verlinkt. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, was sich hier für euch, meine lieben Widder, so zeigt. Was erwartet euch denn so Schönes in diesem Jahr? Oh, das ist genau das Gleiche. Das hatte ich eben auch schon bei den Skorpionen. Also auch ihr habt hier ein enormes Selbstbewusstsein und eine enorme Kraft, die ihr nach außen hin zeigt. Ich sehe auch, dass ihr extrem attraktiv auf andere wirkt. Ihr strahlt so eine Präsenz und ein Selbstbewusstsein in diesem Jahr aus, dass andere das Gefühl haben, ich sehe gerade so ein Bild, die liegen euch zu Füßen. Also so ein bisschen dieses, ich will das und ich mache das jetzt und die anderen bewundern das so stark an euch. Also ihr habt eine enorm starke Präsenz in diesem Jahr. Das ist etwas, was vielleicht auch die letzten Jahre vielleicht nicht so stark da war, aber ich habe das Gefühl, ihr bekommt so eine Energie zurück. Und das fühlt sich einfach gut an. Übrigens auch die sexuelle Energie bekomme ich jetzt auch sehr, sehr stark rein. Also auch sexuelle Attraktivität. Irgendwas ist anders bei euch. Also ich kriege hier so ein Feuer und so ein Pep rein, womit ihr nach außen tretet, was ihr so nach außen hin zeigt. Und das wirkt einfach anziehend. Und das ist einfach nur. Ja, also so ein Selbstbewusstsein, eine Kraft, die nach außen hin gezeigt wird, die auch sehr inspirierend für andere ist. Also ich kriege sogar rein, dass einige von euch irgendwie sehr motivierend unterwegs sind. Es könnte sogar sein, dass ihr sowas wie ein Coach werdet oder sowas wie ein Coaching macht oder vielleicht in die Richtung Coaching irgendwas, eine Weiterbildung macht oder so. Das kriege ich rein. Also in irgendwas gecoacht zu werden oder in irgendwas seid ihr wie ein Coach oder vielleicht bekommt ihr sogar eine sehr hohe Position in diesem Jahr, wo ihr eine besondere Rolle repräsentiert und andere irgendwie anführt. Okay, sehr speziell. Schauen wir weiter. Okay, im beruflichen Kontext sehe ich, wird sich irgendeine Pause einstellen. Also ihr werdet in Bezug auf irgendwas eine Pause machen. Vielleicht habt ihr auch sehr lange gearbeitet und habt das Gefühl, ich werde mir jetzt mal eine längere Pause gönnen. Vielleicht ist das etwas, was ihr schon lange anstrebt. Einfach mal einen ganzen Monat lang nicht zur Arbeit zu gehen oder vielleicht sogar ein paar Monate. Das könnte etwas sein. Ich krieg sogar rein, manche könnten sogar sowas wie ein Sabbatjahr machen oder sowas wie ein, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Also ihr wisst, was ich meine. So ein Sabbatical heißt das, glaube ich, auf Englisch. Ja, ein Sabbatjahr. Also irgendwie einfach mal eine Zeit lang nicht zu arbeiten. Für einen kleinen Teil sehe ich sogar sowas, vielleicht seid ihr gerade auf der Suche nach Arbeit und vielleicht ist das ein Thema, aber tatsächlich sehe ich eher, ihr braucht eine Pause von der Arbeit,
Achtung für diejenigen, die vielleicht sehr viel arbeiten, Stichwort Burnout oder sowas, das braucht kein Mensch, ja, also bevor ihr so in sowas reinstettert, gönnt euch eine Pause, eine Ruhe. Ich sehe aber, ihr macht eine Zeit lang wirklich bei der Arbeit gar nichts. Also irgendwie seid ihr da so raus oder ihr zieht euch eine Zeit lang raus. Das könnte etwas sein, was besonders ist, was die letzten Jahre vielleicht nicht so war. Dass ihr vielleicht tatsächlich auch sehr hart gearbeitet habt und ihr sagt, das habe ich mir jetzt verdient, jetzt werde ich eine Zeit lang nicht arbeiten. Oder ihr sprecht es irgendwie so mit dem Chef ab oder wie auch immer und arbeitet eine Zeit lang nicht. Oder vielleicht seid ihr sogar selbstständig und sagt, hey, ich bin da finanziell gut genug aufgestellt, sagen zu können, dass ich jetzt einfach mal eine längere Pause mache. Und es sei euch gegönnt, meine lieben Widder. Also ich sehe eine Pause. Falls hier jemand in Bezug auf Familienplanung etc. sehe ich sowas wie Elternzeit, Mutterschutz, irgendwie sowas in die Richtung. Also das könnte hier auch für einen kleinen Teil eine Rolle spielen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das Berufliche hier, diese Pause, irgendein Grund zur Freude ist. Ich sehe, ihr habt irgendwie mehr Freizeit. Ich sehe, ihr könnt in eurer Freizeit mehr Dinge tun oder im Alltag mehr Dinge tun, die euch Spaß bereiten, die euch Freude bereiten. Also ich sehe das hier nicht als was Negatives. Das könnte hier vielleicht für die eine oder andere Person so sein, aber ich nehme das für den Großteil eher als positiv wahr, dass hier mal eine Zeit lang eine Pause da ist. Ihr gönnt euch irgendwie eine Pause in Bezug auf irgendwas. Ja, und ich sehe tatsächlich, das ist für euren Alltag irgendwie, dass ihr seid dankbar dafür oder ihr freut euch darüber. Okay, das ist sehr speziell wieder. Mhm. Interessant, einige könnten hier irgendwie mit Kindern zu tun haben oder Kinder könnten eine größere Rolle spielen. Das ist etwas, was hier auch stark durchkommt. Vielleicht spielt ein Kind innerhalb der Familie eine größere Rolle oder eine jüngere Person. Das könnte auch ein jüngeres Geschwisterteil sein. Jemand, der jünger ist als ihr aus der Familie. Vielleicht auch jüngerer Cousin, Cousine, Bruder, Schwester oder ein Kind eben innerhalb der Familie. Und es wird irgendwie eine größere Rolle spielen. Und ich sehe hier das Thema, sich unterstützen oder irgendwie miteinander eine gewisse Zeit zu verbringen oder füreinander irgendwie da zu sein. Eine Unterstützung, die hier in Bezug auf eine jüngere Person im Familienumkreis deine Unterstützung erfordert oder irgendwie deinen Einsatz erfordert, aber du machst das gerne. Also irgendwie ist es was Positives, was mir hier gerade durchkommt. Okay, interessant. Ich sehe eine kreative Weiterbildung für einen Teil. Für einen Teil geht es hier um eine Weiterbildung im kreativen oder gestalterischen Bereich. Etwas zu gestalten oder irgendwas herzustellen, zu verschönern, etwas verschönern. Schönheit könnte in dieser Weiterbildung eine Rolle spielen. Vielleicht machst du eine Weiterbildung, die mit Kreativität, Ausdruckskraft, Ästhetik zu tun hat. Es geht irgendwie um Wachstum, also du wächst daran oder du entwickelst dich da weiter. Vielleicht machst du was im ästhetischen Bereich, vielleicht verdienst du auch dein Geld damit, aber ich sehe, es ist irgendwie sowas wie eine Weiterbildung oder irgendwie eine Schulung oder irgendwie sowas, das nehme ich hier wahr. Also es erweitert deinen Horizont. Das ist nochmal so wie eine neue Fähigkeit, die noch mit reinkommt oder irgendwas wird hier noch vergrößert. Wachstum sehe ich hier, ja, also Wachstum für euch im kreativen, ästhetischen Bereich, gestalterischen Bereich. Mhm. Ja. Das muss nicht unbedingt beruflicher Natur sein, das kann auch einfach ein Hobby sein. Ihr habt Lust, irgendwas in dem Bereich zu machen. Und das hat was mit Schönheit, Ästhetik,
Verschönerung, damit hat das irgendwie was zu tun. Gestaltung, also kann auch mit Kleidung zu tun haben, weil das ist auch eine Form von Verschönerung. Irgendwie sowas in diese Richtung. Da sehe ich irgendwie was, was weitergebildet wird oder ja, also vielleicht macht ihr da irgendwie so ein neues Hobby, könnte das auch sein. Oder einfach nur eine Schulung. Ja. Okay. Einige von euch könnten ein bisschen Probleme damit haben, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, was zum Beispiel gerade Weiterbildungen anbelangt. Will ich was Neues lernen? Was will ich Neues lernen? Wie soll ich mich weiterbilden? Will ich das überhaupt? Also hier sehe ich so ein bisschen Unsicherheit in dem Bereich und so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so als hättet ihr mehrere Möglichkeiten und ihr wisst nicht, was ihr auswählen sollt. Also da könnte es so einen Punkt geben, wo ihr so ein bisschen unschlüssig seid, was bestimmte Weiterbildungstechniken angeht. Jetzt habe ich wieder eine sehr spezielle Nachricht, die hier durchkommt. Also es ist irre, bei dieser Legung kommen manchmal so spezielle Nachrichten durch. Jemand aus der Nachbarschaft. Jemand aus der Nachbarschaft könnte dich entweder langweilen oder du willst mit dieser Person keinen Kontakt haben. Jemand aus deiner Nachbarschaft oder näheren Umgebung, Bekanntenkreis, was auch immer, vielleicht sucht da jemand stark den Kontakt zu dir und du willst keinen Kontakt zu dieser Person haben. Okay, das ist super speziell. Mein Gott, manchmal frage ich mich, was kommt hier alles durch? Also irgendein Kontakt oder ein Nachbar, Nachbarin. Und die Person entweder langweilt sie dich oder du hast keine Lust darauf. Also irgendwas scheint dir hier nicht. Ich sehe eher den Aspekt, so finde ich uninteressant. Irgendwas ist dir da uninteressant. Ein Kontakt. Ich krieg es auch so rein, dass bestimmte Bekanntschaften dich irgendwie langweilen. Wow. Oh, das ist ja auch wieder hier eine super spezielle Nachricht. Okay, es kommt ganz, ganz viel gerade durch. Okay. Ordnung. Okay. Oh, Leute. Ich muss eins nach dem anderen, bitte. Okay, eine Sache, die ich reinbekomme, ist, jemand aus deinem Bekannten- oder Freundeskreis könnte Anwalt sein oder irgendwas mit Gesetzen zu tun haben oder in einer Position sein, die mit Recht und Ordnung zu tun hat. Irgendwie sowas in diese Richtung. Irgendein Würdenträger oder jemand, der mit, ja, wie gesagt, Gesetzen oder mit irgendwelchen Normen zu tun hat oder sich darin weiterbildet. Diese Person könnte eine Rolle spielen für dich. Vielleicht, weil du die Dienste dieser Person in Anspruch nehmen musst, willst, was auch immer. Also ich habe das Gefühl, es geht irgendwie um Recht, Gerechtigkeit, irgendwie sowas in diese Richtung. So, eine andere Sache, die ich sehe, ist Gerechtigkeit, Fairness in einer Freundschaft. Es könnte sein, dass Gerechtigkeit und Ausgewogenheit in einer Freundschaft eine Rolle spielt. Ich kriege eine Waage rein. Jemand könnte vage sein bei deinen Freunden. Auch diese Info bekomme ich durch. Schütze, Wassermann bekomme ich jetzt auch rein. Also das könnten so Zeichen sein, das könnte jetzt für dich einfach irgendwie was sein, jemand, der vage ist. Eher sehe ich die Waage tatsächlich, aber auch Schütze oder Wassermann. Das könnten so Zeichen sein, die in deinem Freundeskreis eine Rolle spielen. Vielleicht jemand, der neu hinzukommt oder jemand, der schon da ist und der eine Rolle spielen wird bei deinen Freundschaften. Im neuen Jahr, vielleicht weil du mehr Zeit mit der Person verbringst, wie auch immer. Oder jemand, der so einen Beruf hat, den Beruf, den ich vorhin genannt habe. Entweder weil du das irgendwie in Anspruch nehmen musst oder weil du einen Rat brauchst. Oder einfach die Person, die hat so einen Beruf und du hast mit der zu tun. Oder mehr zu tun. Jemand aus dem Freundeskreis wird heiraten. Halleluja! Okay,
Jemand aus dem Freundeskreis wird heiraten. Mein Gott. Da kommen gerade so viele Nachrichten durch, meine Lieben. Ich versuche das gerade zu sortieren. Also es könnte sein, dass wirklich alles davon eine Rolle spielt für dich oder nur einzelne Sachen. Aber jemand aus dem Freundeskreis wird heiraten. Wenn du willst, kannst du dir das Video auch gerne abspeichern und dann nochmal irgendwann mitten im Jahr nochmal reinschauen. Oder Ende des Jahres dann. Übrigens kannst du auch die Videos aus dem letzten Jahr dir anschauen und einfach mal gucken, ob was davon eingetreten ist. Sind alle unter meinen Playlists, unter Jahreslegungen gespeichert. Ja, meine Lieben, tatsächlich, jemand aus dem Freundeskreis wird heiraten und ich kriege so rein Halleluja. Also vielleicht, weil die schon lange zusammen sind oder weil man dachte, diese Person kommt nie unter die Haube. Sowas kriege ich hier rein. Also jemand aus dem Freundeskreis wird heiraten. Mein Gott, ich kriege richtig so Halleluja, einen Grund zum Feiern. Also irgendwas ist hier richtig so, wuh. Okay, Partystimmung ist angesagt. lasst mich, okay, noch irgendwas an Infos. Hier kommt gerade so viel durch. Okay, eine weitere Info, das ist aber wirklich nur für den minimalen Teil. Könnte sein, dass jemand aus deinem Freundeskreis auch vielleicht Probleme haben wird mit irgendwelche anwaltlichen Geschichten. Also wo es darum geht, einen Anwalt einzuschalten oder so. Und vielleicht könnte das etwas sein, wo ihr euch austauscht. Vielleicht hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht oder so. Aber ich krieg so das Thema Gesetz rein, Gesetze und das bei Freunden oder Freundschaften. Okay, gut. Ich glaube, das reicht. Danke, Universum. Wir schauen weiter. So, okay. In Bezug auf deine Ressourcen oder deinen Besitz wird es stark darum gehen, flexibel zu sein. Es könnte sein, dass in diesem Jahr, was den Besitz angeht oder was Finanzen angeht, eine große Schwankung reinkommt. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du eine Zeit lang sehr gut finanziell aufgestellt bist und eine Zeit lang vielleicht nicht so gut oder andersherum. Also irgendwie sehe ich eine Schwankung im finanziellen Bereich. Also da könnte irgendwie sehr viel drin sein. Also ein bisschen Flexibilität ist gefragt. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Zeit lang immer wieder Geld und dann kommt auf einmal irgendwie kein Geld oder sehr wenig Geld, irgendwie sowas. Könnte auch in Bezug auf diese Pause hier zusammenhängen, falls du gerade eine Pause beruflich gesehen anstrebst. Irgendwas sehe ich hier. Also finanziell könnten ein paar Schwankungen da sein. Und ich krieg rein, die Balance zu finden in den Finanzen. Also wenn du in einer Partnerschaft bist, wird es irgendwie darum gehen, wie machen wir das mit den Finanzen oder wie machen wir das mit dem Geld? Es könnte sein, dass sowas wie ein Gemeinschaftskonto im Raum steht oder der Einsatz von einer Person. Irgendwas soll da ausbalanciert werden. Vielleicht gibt der eine mal mehr, der andere mal weniger. Irgendwas könnte da verändert werden, was den finanziellen Beitrag anbelangt. Ja, also da sehe ich ein bisschen so Schwanken. Ich sehe auch, dass eine Investition noch am Schwanken ist. Also falls ihr irgendwie investieren wollt, vielleicht noch ein bisschen abwarten. Also in irgendwas könnte es könnte sein, dass ihr in etwas Größeres investieren wollt oder was Größeres kaufen wollt. Da sehe ich noch ein bisschen abwarten vielleicht. Ja, noch ein bisschen abwarten oder noch anpassen. Für einen Teil sehe ich sogar, dass sowas wie ein Kredit oder ein Darlehen, wo ihr glaubt, okay, damit würde etwas schneller gehen. Ich glaube aber, ihr solltet noch ein bisschen warten. So habe ich das Gefühl, hier ist eine Ungeduld zu sehen. Ich habe das Gefühl, ihr habt so Ziele, wo ihr vielleicht darüber nachdenkt, einen Kredit oder ein Darlehen aufzunehmen oder euch Geld zu leihen. Und das hat irgendwas mit Zielen zu tun. Von jemandem Geld borgen, um bestimmte Ziele zu erlangen. Das sehe ich hier. Ich habe das Gefühl, ich sehe jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe eher das Gefühl, dass das einfach etwas, was eine Rolle spielen wird. Wow, okay. Der Spiegel. Okay, das passt nochmal mit dem Thema zusammen.
wie ihr euch seht oder wie ihr euch selber präsentiert, zeigt und wie siehst du dich selbst. Ich glaube, du wirst etwas in deinem optischen Erscheinungsbild verändern, wie du dich zeigst. Hier habe ich das schon erwähnt. Irgendwas ist hier selbstbewusster und direkter. Und ich glaube, du willst mehr du selbst sein, wenn du auf andere Personen zugehst, wenn du Kontakte knüpfst. Du möchtest, dass der erste Eindruck, den du an andere vermittelst, genau der ist, so wie du bist. Du möchtest authentischer sein. Du willst einfach mehr du selbst sein und auch angenommen werden. Also hier ist wenig sich verstellen oder sonst was, sondern mehr dieses Authentische. Sehr viel wird sich darum drehen, wie sehe ich aus, wie zeige ich mich. Hier habe ich vorhin das Thema Schönheit reinbekommen. Also das könnte etwas sein, wo du etwas bei dir veränderst oder verändern möchtest, so dass es mehr zu dir passt. Sei es die Frisur, der Kleidungsstil, was auch immer. Ich habe das Gefühl, das wird etwas sein, womit du dich wohler fühlst oder wo du mehr das Gefühl hast, das passt mehr zu mir. Irgendwie so in diese Richtung. Okay. Ein geheimer Erfolg. Ein geheimer Erfolg. Mhm. Irgendwas wird sehr erfolgreich für euch sein in diesem Jahr, aber ihr werdet nicht das Gefühl haben, dass ihr das anderen zeigen müsst. Ich sehe so, ein Erfolg wird im Stillen gefeiert oder nur für euch selbst. Ich sehe so persönliche Erfolge, die nicht an die große Glocke gehängt werden. Okay, interessant, spannend. Ich glaube, das hat viel mit deinem Wachstum zu tun. Vielleicht gibt es auch einen Grund, warum du das noch zurückhältst, diesen Erfolg. Aber ich sehe, etwas ist sehr erfolgreich. Und statt es sofort zu zeigen, hältst du es eher zurück. Oder du feierst für dich alleine oder nur im engsten Kreis. Also irgendein Erfolg findet hier eher im Geheimen statt. Oder du zeigst das nicht. Interessant, interessant. Schauen wir weiter. Was haben wir hier? Okay, in Bezug auf Partnerschaften wird es darum gehen, etwas einfach so sein zu lassen, wie es ist. Bewusst dann auch zu sagen, hey, ist in Ordnung, wir lassen das jetzt einfach so stehen. Wir machen jetzt aber auch weiter. Also in einer bestehenden Partnerschaft könnte das sein, sich von etwas zu distanzieren, wo man weiß, okay, die Sache ist jetzt vielleicht einfach durch oder das haben wir jetzt schon öfter durchgekaut oder das ist es einfach nicht mehr. Das kann sein, dass du dir das früher sehr gewünscht hast oder dass das irgendwie mit einem Herzenswunsch zusammenhing, wo du aber merkst, dass es vielleicht entweder unrealistisch oder das ist nicht möglich oder nicht machbar. Aus irgendeinem Grund ist das gerade nicht da oder aus irgendeinem Grund hat man das nicht so gemacht, vielleicht auch in der Vergangenheit nicht. Ich sehe so ein bisschen das Thema, lass den Partner einfach so, wie er ist. Das kommt mir durch. Und ein Teil von euch, die in einer Beziehung sind, die nicht erfüllend ist, sehe ich hier die Trennung daraus. Also ich sehe, ihr lasst etwas hinter euch. Wenn ihr in der Vergangenheit ich sehe auch, ihr lässt jemanden in der Vergangenheit im partnerschaftlichen Kontext. Das kann eine Geschäftspartnerschaft sein. Ich sehe aber auch das Thema Beziehungen. Irgendjemand passt hier vielleicht nicht so gut zu euch und ihr könnt in diesem Jahr sagen, hey, ich trenne mich endlich davon. Vielleicht hat dich diese Person schon lange aufgehalten oder lange blockiert und du versuchst schon lange davon wegzukommen und das wird das Jahr sein, wo du das schaffst. Wenn du glücklich bist in deiner Beziehung oder vielleicht sagen wir mal, du hast nicht vor, dich von deinem Partner zu trennen, sehe ich hier eher, lass mal, also wir lassen fünfe gerade sein so ein bisschen. Also irgendwie so das Thema so, okay, es ist nicht so ganz das, was man vielleicht gedacht hat oder erhofft hat, aber man schließt den Frieden damit, ja. Man sagt sich, okay, ist vielleicht anders als gedacht, aber ist in Ordnung. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Vielleicht wolltest du immer erst heiraten, dann
ein Haus bauen und dann Kinder kriegen. Und vielleicht ist die Reihenfolge ganz anders oder eine von diesen Sachen wird es halt nicht, ja? Dann wird zum Beispiel nicht geheiratet, dann wird gleich ein Kind gekriegt und ein Haus gebaut oder man überspringt irgendwas oder irgendwie ist die Reihenfolge anders oder man ist auf einmal schwanger während der Hochzeit. Also das sind solche Sachen, die ich gerade reinbekomme. Irgendwas, was vielleicht im partnerschaftlichen Bereich, wo man eine bestimmte Vorstellung hat oder hatte. Und das ist nicht so ganz das, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen alle Wege führen nach Rom, kriege ich einmal rein als Message für dich. Und das bedeutet nicht, dass du unglücklich dadurch wirst oder bist, sondern im Gegenteil, du sagst einfach, hey, ich kriege hier was sehr Friedliches rein. Also du sagst so, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es so gekommen ist. Oder du sagst irgendwie so, ich glaube, das muss so sein oder das ist wichtig. Irgendwie sowas in diese Richtung. Ja? Also ihr werdet euch in Bezug auf Partnerschaften von irgendwas distanzieren, wo ihr vielleicht eine Zeit lang dachtet, das ist das, was ich will. Und jetzt sagt ihr, nee, das muss es nicht sein. Und die Singles unter euch, wenn ihr eine bestimmte Vorstellung habt von eurem Partner oder von Partnerschaften, sehe ich, das wird in diesem Jahr gewandelt. Wenn ihr zum Beispiel immer den Fokus hattet auf, mir fällt jetzt gerade nichts Passendes ein, aber irgendwas Bestimmtes, ich sag's jetzt mal ganz plump, ihr wolltet immer mit jemandem zusammen sein, der blond ist. Zum Beispiel. Und das war immer so euer Typ. Und jetzt auf einmal seid ihr mit jemandem zusammen, der dunkelhaarig ist. Und dann sagt ihr, hey, muss gar nicht sein. Ich liebe die Person so, wie die ist, auch wenn sie nicht mein Typ ist. Im Gegenteil, ich bin super happy. Also ich sehe, man trennt sich von irgendeiner Vorstellung, die mit dem Thema Partnerschaften zusammenhängt. Aber das macht euch nicht unglücklicher. Nein, überhaupt nicht. So, jetzt musste ich mal kurz einen Schluck trinken bei diesen ganzen Nachrichten, die hier durchkommen. Dann wollen wir doch mal in die Orakelkarten schauen, was wir hier für euch Widder so haben. Wow, die Suche. Ja, schaut mal, ihr sucht irgendwas in Beziehungen oder im Liebesbereich. Ihr seid auf der Suche nach irgendetwas. Irgendwas wollt ihr haben. Egal ob Single oder vergeben. Und schaut mal, genau das ist das, was sie macht. Sie macht sich auf die Suche danach, aber sie lässt es auch einfach so stehen, wie es ist. Also sie versucht hier nicht, die Kelche irgendwie zu umarrangieren oder sagt, oh, der Kelch muss dahin und eigentlich muss das so sein und dies und das und Ananas. Nein, sondern ihr sagt so, hey, okay, in dieser Situation, wie es jetzt ist, dann ist es halt nicht so, aber das muss nicht bedeuten, dass ich das so nicht finde. Einige von euch könnten mehr Leichtigkeit in Herzensangelegenheiten suchen oder mehr Leichtigkeit in Beziehungen. Ihr macht euch auf die Suche danach. Jemand sucht hier die Liebe. Ihr macht euch auf die Suche danach. Vielleicht die bisherige Partnerschaft oder die bisherigen Partnerschaften waren nicht so ganz das. Dein Herz war nie so richtig bei der Sache. Du machst dich auf die Suche danach. Du schaust danach und du findest das auch. Das ist so wie der Anfang einer Transformation, der Anfang einer Veränderung. Und du hast mehr im Blick, was du wirklich willst. Also nicht dieses Thema von, ich glaube, ich weiß, was ich will. Nein, du wirst in diesem Jahr stärker herausfinden, was du willst. Und du wirst es genauer sehen, was du wirklich suchst. Du findest, was du suchst. Du bist nur dabei, noch herauszufinden, was du überhaupt suchst. Okay. Schönheit. Guck mal, ich habe vorhin so oft das Thema Schönheit reinbekommen. Hier haben wir den Spiegel, hier haben wir die Herrscherin. Also irgendwas verändert sich hier. Ich glaube, ihr werdet vielleicht auch mehr darauf achten. Ich habe es ganz am Anfang gesagt. Euer Auftreten ist irgendwie, ihr habt sowas, heiß. Also so. Also irgendwie, ich glaube, es könnte auch sein, dass einige von euch irgendwie anfangen, sich mehr sexy zu kleiden oder irgendwie attraktiver fühlen wollen, auch in ihrer eigenen Haut und einfach so, wie ihr euch gebt und zeigt, und das werdet ihr auch. Also ich sehe, ihr werdet viel attraktiver für die Menschen. Ihr
auch für euch selbst. Ich will jetzt nicht sagen, dass es vorher nicht so war, sondern einfach das Gefühl. Das Gefühl von, oh ja, ihr verkörpert das richtig. Ihr verkörpert so ein Sexappeal einfach in diesem Jahr. Das kriege ich bei euch super stark rein. Selling out, okay. Aufpassen, dass ihr euch hier nicht verausgabt. Ich habe es gesagt, einige könnten hier, das ist für einen kleinen Teil im Beruflichen, warum ihr gerade vielleicht auch diese Pause braucht, könnte sein, weil ihr hier extrem viel gegeben habt, weil ihr super viel gemacht habt und ihr braucht einfach eine Pause. Das könnte hier für einige wirklich sehr stark der Fall sein. Mit Selling Out kriege ich auch rein partnerschaftlich gesehen, wenn ihr in einer Partnerschaft extrem viel gegeben habt. Ich glaube, ihr sucht irgendwie etwas und ihr achtet darauf, dass ihr euch nicht mehr so krass verausgabt. Ja? Ihr werdet so ein bisschen mehr darauf achten, eure Batterien zu sparen, eure Ressourcen nicht einfach so zu verpulvern, auch im finanziellen Kontext. Ne, hier sind Schwankungen. Irgendwie Selling Out hat sowas von erstmal ausverkauft, aber es hat was von Verausgaben. Ja, das ist das, was es bedeutet. Man verausgabt, man verpulvert irgendwie Energie und ihr werdet in diesem Jahr merken, dass es wichtig ist, immer wieder Pausen einzulegen. Die Verfeinerung, sehr schön. Etwas wird verfeinert in eurem Erscheinungsbild, in eurem Zuhause. Ihr werdet mehr auf Details achten. Ihr werdet mehr darauf achten, die Dinge noch schöner zu machen, noch mehr zu verbessern. Also da sehe ich, dass ihr sehr fein damit umgeht und ich sehe, etwas soll perfekt werden. Vielleicht ist das auch das, was ihr so anstrebt in einer Beziehung. Erstmal, nichts ist perfekt. Das schon mal vorab. Aber ich kriege es so ein bisschen rein, so ihr strebt hier sowas an, dass etwas noch besser werden soll. Und das wird eure Motivation sein in diesem Jahr. Ihr wollt irgendwas verbessern, ihr wollt euch selbst verbessern, ihr wollt eure Beziehungen verbessern, eure Freundschaften verbessern. Ihr wollt einfach eine Besserung auf allen Ebenen haben. Und gerade das ist auch etwas, ihr braucht dann auch die Energie dafür. Erstmal bei euch selbst anzufangen. Wenn ihr bei euch selbst anfängt, alles andere im Außen wird sich verändern. Wenn es euch gut geht, geht es auch allen anderen gut. Welches Krafttier begleitet dich in diesem Jahr? Die Motte, übe dich im Loslassen, ja. Lass auch mal los, lass auch mal Dinge einfach mal so sein, wie sie sind und geh weiter. Ja, also ausmisten kriege ich auch rein. Einiges muss ausgemistet werden bei euch, innerlich und äußerlich. Einfach mal Dinge wegschmeißen, Platz schaffen für Neues. Ich kriege auch so rein, manche Sachen könnten über den Kopf wachsen, besonders innerlich Dinge. Ja, also wie innen, so außen. Etwas wird ausgemottet, sagt man ausgemottet, ausgemistet. So, welche Göttin begleitet euch in diesem Jahr? Und das ist Lilith, die Unabhängigkeit. Wow. Und das sehe ich auch, wie ihr hier so selbstbewusst seid, unabhängig. Ihr trefft eure eigenen Entscheidungen. Ihr sagt, so, jetzt mache ich mich von irgendwas hier mehr unabhängig. Also entweder strebt ihr eine berufliche Unabhängigkeit an, eine Selbstständigkeit. Das könnte etwas sein, vielleicht auch, warum ihr hier eine kreative Pause braucht. Oder ich sehe einfach Unabhängigkeit auf allen Ebenen, auch in bestehenden Partnerschaften. Ihr wollt mehr euch selbst wieder ausleben, euch selbst mehr spüren, mehr ihr selbst sein. Es geht um euch selbst. Ich habe das Gefühl, ihr findet mehr zu euch selbst und werdet einfach unabhängiger auf allen Ebenen. Egal wie, egal wo, ihr werdet einfach unabhängiger und es ist jetzt so dunkel geworden. Ich hoffe, ihr seht trotzdem die Karten. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Das war eure Legung für das Jahr 2023. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Ich empfehle euch die astrologische Vorschau für das Jahr 2023 ganz individuell für dich. Schau mal auf meine Homepage vorbei, da findest du alles, was du brauchst.
Ich freue mich, wenn du diesen Kanal unterstützt, indem du eine kleine Spende dalässt. Also auch das findest du unter diesem Video. Und ansonsten wünsche ich euch allen, meine lieben Widder, ein wunderschönes Jahr 2023. Ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.